Touchdown confirmed. Proceed. Operation space. Perhaps beyond the moon. Perhaps to the very end of the solar system itself. Der Unterschied zwischen der Landung von Curiosity auf dem Mars auf der einen und der derzeitigen Krise des Weltfinanzsystems und der drohenden Kriegsgefahr auf der anderen Seite spiegelt sich auch in dem Unterschied zwischen denjenigen wider, die die Menschheit durch ihre Arbeit fortschreiten lassen und ihnen eine Zukunft geben, und denjenigen, die andere Menschen zu viel degradieren und als wertlos betrachten. Wie Friedrich Schiller sehr schön in Über die ästhetische Erziehung des Menschen schreibt: Stolze Selbstgenügsamkeit zieht das Herz des Weltmanns zusammen. Und wie aus einer brennenden Stadt sucht jeder nur sein elendes Eigentum, aus der Verwüstung zu flüchten. In Deutschland und in der Europäischen Union finden wir mit der Ideologie grüner Nachhaltigkeit und der Euro-Rettung genau solch eine stolze Selbstgenügsamkeit, die sich in vielen Bereichen als alternativloser neuer Weg darstellt, in Wirklichkeit aber die produktiven Kräfte des Menschen zerstört. Im direkten Gegensatz dazu stehen die Mars-Missionen und der Erfolg des neuesten Fahrzeugs auf dem Mars, Curiosity, zu Deutsch Neugier. Und mit dem Erfolg der Neugier, einen Vertreter der Menschheit auf einem anderen Planeten, dem Mars, zu stationieren, zeigt die Menschheit, sie kann auch ganz anders als der grünen und nur angeblich nachhaltigen Ideologie hinterherzulaufen. Die Mars-Mission ist eine beispiellose Schau der fortschrittlichsten vom Menschen geschaffenen Technologien, um die Grenzen des menschlichen Daseins zu erweitern. Und sie ist weder die Mission einer einzelnen Nation, noch eine Initiative der NASA allein. Viele Institute und Universitäten auf der ganzen Welt halfen und helfen bei dieser Mission. Einer Mission der Menschheit als Ganzer. Ein neues Kapitel in der Zukunft der Menschheit hat begonnen. Nur hat noch nicht jeder auf seinem Sofa mitbekommen, welche Bedeutung Curiosity für uns Menschen hat. Es erfordert die bewusste Entscheidung eines jeden Menschen für diese Zukunft. Oder die Menschheit wird sich selbst zu einem hoffnungslosen Kampf ums nackte Überleben in künstlich geschaffene ideologische Käfige sperren. Hello. This is Charlie Bolden, NASA Administrator, speaking to you via the broadcast capabilities of the Curiosity rover, which is now on the surface of Mars. Since the beginning of time, humankind's curiosity has led us to constantly seek new life, new possibilities. Auch wenn die erste Botschaft vom Mars von NASA-Chef Bolden selbst aufgenommen wurde und Curiosity die Aufnahme nur zurückspielte, genauso wie man einen zeitgenössischen Künstler auf diesem Weg sein neuestes Werk vorstellen ließ, ist es trotzdem ein gewaltiger Meilenstein in der Entwicklung der Menschheit. Zum ersten Mal hörten wir unsere Stimme von einem anderen Planeten. Jetzt ist der Mensch nicht mehr nur Erdling, sondern Marsianer. Es ist möglich, mit Menschen auf dem Mars zu kommunizieren, auch wenn noch keine da sind. Und unser Stellvertreter Curiosity auf dem Mars gibt uns die Fähigkeit, die Bedingungen für mögliches Leben auf dem Mars zu erkunden. Jetzt können wir nicht nur hochauflösende Bilder von der Oberfläche eines anderen Planeten bestaunen, sondern auch notwendige geologische und chemische Experimente auf dem Mars machen, die uns zeigen können, ob der Mars einmal belebt war oder es vielleicht sogar noch ist. Also ob sich die Vermutungen, die wir durch die Vorgängermissionen aufgestellt haben, bestätigen oder ob uns der Mars völlig neue Wissensgebiete erschließt. Die ersten Tests der Ausrüstung und die Umstellung der Software des Rovers von Flug- auf Forschungssoftware sind bereits abgeschlossen. Fast täglich erreichen neue Bilder die Erde und Unmengen von Daten müssen bearbeitet werden. Gesendet werden die Bilder durch die erfolgreiche in Betrieb genommene Hochleistungsantenne.
Die Mastcam auf ihrem 1,10 Meter hohen Kameramast kann hochauflösende Bilder und Videos aufnehmen und die Topologie, feine Oberflächenstrukturen und auch die Atmosphäre im infrarotnahen Bereich analysieren. Die Antenne macht es möglich, Status und Telemetrie, also Messdaten, direkt zur Erde zu senden. Der Rover wiederum kann so direkt Daten und Anweisungen von der Erde empfangen. Neben der Hochleistungsantenne gibt es auch Antennen, durch die der Rover mittels der zwei Orbiter als Relaisstation ebenfalls Daten senden und empfangen kann. Die erste Probefahrt absolvierte Curiosity mit Bravour und fuhr 6 Meter vom Landepunkt weg. Damit ist der Antrieb erfolgreich getestet worden. Die Wetterstation hat auch schon ihren Betrieb aufgenommen und sammelt Daten. Es herrscht eine Lufttemperatur zwischen -2 und -75 °C auf dem Mars. Die Bodentemperatur schwankt deutlicher zwischen 3 und -91 °C. Da ist die Abwärme der Radionuklidbatterie ein erfreulicher Nebeneffekt, denn sie schützt den Rover vor dem Kältetod. Der Instrumentenarm wurde erfolgreich aus- und wieder eingefahren. Er ist beweglich wie ein menschlicher Arm und ist einerseits selbst Sitz wichtiger Instrumente und andererseits für viele der anderen Instrumente an Bord der Curiosity sehr wichtig. Der Neutronendetektor aus Russland konnte ebenfalls seine Arbeit aufnehmen. Durch Neutronenbeschuss können bis zu einer Tiefe von 1 Meter wasserstoffhaltige Verbindungen im Marsboden nachgewiesen werden. Solche Verbindungen wären ein Indikator für Wasser und damit für mögliches Leben. Durch das Aufrichten des Mastes konnte auch die in französischer Zusammenarbeit mit den USA entwickelte ChemCam in Betrieb genommen werden. Damit ging der erste Laser auf dem Mars in Betrieb. Es wurden 30 Laserimpulse auf einen 7 cm großen Stein abgefeuert, den man auf den Namen Coronation getauft hatte. Die so entstandenen Gase wurden durch das Spektrometer analysiert und als Basaltgestein identifiziert, das durch vulkanische Aktivität vermehrt auf dem Mars zu finden ist. Der Laser wurde auch auf einige durch den Skycrane vom Staub befreite Bereiche abgefeuert, um die Umgebung des Rovers genauer zu untersuchen. Man sieht hier Aufnahmen des Remote Micro Images, der in die ChemCam integriert ist. Jetzt ist das mobile Wissenschaftslabor Curiosity auf dem Weg Richtung Mount Sharp. Auf dem Weg werden noch viele Gesteinsproben untersucht und wenn sich etwas Interessantes findet, wird Curiosity mit dem Bohrer kleine Proben entnehmen, die dann an Bord weiter untersucht werden. Für einige ist vielleicht sofort klar, welche fantastischen Implikationen diese Mission auf dem Mars mit sich bringt. Aber man kann sich diese Erkenntnis auch erarbeiten. Dann muss man sich aber wagen, über das hinauszugehen, was man schon zu wissen meint und was einem selbstverständlich ist. Und entdecken, was der Mensch wirklich ist. Friedrich Schiller beschrieb vor über 200 Jahren in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen einen Schritt auf diesem Weg, der heute vielleicht noch wichtiger ist, als er es damals war. Nicht genug also, dass die Aufklärung des Verstandes nur insofern Achtung verdient, als sie auf den Charakter zurückfließt. Sie geht auch gewissermaßen von dem Charakter aus, weil der Weg zu dem Kopf durch das Herz muss geöffnet werden. Ausbildung des Empfindungsvermögens ist also das dringendere Bedürfnis der Zeit. Nicht bloß, weil sie ein Mittel wird, die verbesserte Einsicht für das Leben wirksam zu machen, sondern selbst darum, weil sie zur Verbesserung der Einsicht weckt.